Und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Ark. Ja, ich habe es ja auf Twitter und Facebook, glaube ich, angekündigt, dass ich das Spiel jetzt auch mal spielen werde. Ich würde jetzt furchtbar gerne was zum Entwickler sagen, aber ich habe nichts rausgefunden, weil ich blöd bin. Ich habe auf Steam nachgeguckt, da war kein Entwickler angegeben. Der war wahrscheinlich schon irgendwo angegeben, nur habe ich ihn nicht gesehen, weil ich halt blöd bin. Aber ich schreibe es auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein. Ich hoffe mal, dass es ein Spiel ist, was ich bedingungslos empfehlen kann. Kurz zur Erklärung, wir sind auf einer Insel, dort sind Dinosaurier, wir müssen überleben, müssen uns weiterentwickeln, können craften, können alles, aber das seht ihr dann ja alles während des Let's Plays. Das habe ich gerade, wo ist denn hier jetzt? So. Wir starten, denke ich, einfach mal in ein neues Spiel. Host Local. Play Local. Host. Refresh Mods. Kennst du? Ja. Play Local. The Primal Game Data BP. The Island. The Cooking Pot can make many food and dice. So, Experiment. Ja, also ich denke mal, also wir sind jetzt ein bisschen in der Ladezeit, das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen. Aber ich habe ja schon ein bisschen reingespielt, um einfach mal zu sehen, wie das technisch läuft. Weil es war ja dafür bekannt, dass es auch ziemlich hakelig sein könnte. Aber jetzt auf meinen Rechner zumindest, es ging. Es ließ sich eigentlich relativ gut spielen. Populating your Ark. Please wait. Dann noch ein Ladebildschirm. Was soll's? 10 Sekunden. Aha. Survivor Name, Bob. Ja, gut. Wir können hier jetzt weiter irgendwie eine Charaktererstellung machen. Ich habe mich da jetzt nicht groß mit befasst. Alter, die Riesenfüße. Also, weißt du. Oder Minifüße. Also ich komme gerade auf die Insel und sind auch gleich voll die durchtrainierten, als wären das die Mega-Kampfsoldaten. Riesenhände. Alter. Krass. Hauptsache hier sind es gerade so 19 Frames im Erstellungsbildschirm. Ja, wie gesagt, ist halt noch ein bisschen hakelig. Hair Color. Uah. Machen wir mal schwarz. Ich hätte gerne eine Frisur. Stinkt. Oh. Oh, oh. Das ist sehr dunkel. Das sieht ein bisschen ungesund aus. Können wir das in so einem gesunden. Alter, das sieht ungesund aus. Das ist Gelbsucht. Ich bleib mal. So. So passt das. Gut, also so sehe ich auch im Real Life aus. Ich habe das jetzt nach meinem Ebenbild geschaffen. Alter, nee. Der ist doch so muskelbepackt, der kann sich ja nicht mal mehr den Hintern abwischen. Kopfgröße. Minischädel. Mir fällt hier eigentlich auch nichts Besseres ein, als das ganze. Alter. Alter. Was ist das denn? Das sieht ein bisschen ungesund aus. Wir lassen das alles mal, glaube ich, im Normal. Oh. Im Normalbereich. Da wir unseren Spieler selbst ja eh kaum sehen und uns ja kein anderer sieht, ist das, glaube ich, gar nicht mal so tragisch. Wir können den natürlich auch ganz eigenartig machen. Wir machen den mal ganz eigenartig. Können wir hier so. Dann die Armlänge. So Mega-Arme. Oder. Hey, wir haben Papai gefunden. Alter, nee, das tut mir leid. Das, so machen wir das. Mega Hände. Müssen auch ordentlich weit wegstecken. Oberschenkel. Unterschenkel. Ja, ist ein Sprinter, ne? Sieht man. Wir lassen es mal im humanen Bereich. Was haben wir noch so? Nackengröße. Boah. Der Stirnacken. Knickt der Kopf um. Nackenlänge. Oh Gott, der wird ja mal größer. Schultern. Oh. Kopfgröße. Ja, I'll be back. Augenfarbe, ja, sieht man jetzt auch wunderbar. Jetzt kann man da reinzoomen.
Nicht da reinzoomen. Ja. Ich find's schön, worauf das Spiel fokussiert ist. Eye-Color, ja. Ja, gut. Hair-Color, Hip. Torso-Höhe. Ja. Wir lassen jetzt einfach mal so. Ein Namen. Oh Gott, Namen suchen ist auch immer so eine Sache. Ja, ansonsten mein Lieblingsname wäre ja auch so 420 Quickscope XX oder sowas. Bob wäre ja nicht schlecht. Das wäre sehr stumpf. Wie nennt man den? Nee, es ist ja einfach. Ach komm, wir nennen einfach Buddy. So. Mein Kumpel, der Buddy. Create New Survivor. Emma Gerd, Licht. Boah. Hell. Was ist das denn? Ah, das juckt. Verdammt. So beginnt das Spiel. Mit 15, 16 Frames. Ein Dinosaurier. So, ich muss mal gerade gucken, ob hier noch alles eingestellt ist. Options. Motion Blur ist aus. Okay. Das lassen wir mal so. Master Volume. Ich kann das ja alles kleiner machen. Fahrenheit als Temperatur. Nein. Bei mir ist es immer Grad. Gut. Dann würde ich mal sagen, was hat das Inventory? Ja, läuft. Craftables, Hunter Head Skin. You can use the skin to make the appearance of a helmet or head. Habe ich das? Ich konnte es nicht auswählen. Da kommt du. Parasaurolophus. Survival quotient to be determined. Homo sapiens Epoch 74. Intelligence, Dexterity, leck mich. So. Womit starten wir erstmal? Okay. Da gehen wir nicht lang. Der sieht freundlich aus. Aber wir sammeln uns erstmal. Wir haben Stein. Gut. Stein ist schon mal viel wert. Wir haben noch einen Stein. Noch einen Stein. Ach komm, ein paar Steine nehmen wir mal mit. So. Noch ein Stein. Und ich glaube, dass im Lokalmodus das Traggewicht, das ist, glaube ich, unlimitiert. Ich habe das Gefühl, meine Frames sind eingefroren. 15 durchgehen. Und das ist echt so... Huch. Einmal Baumrinde, glaube ich. Hau dagegen mit deinen Mega-Muckis. Zwei Holz. Ist ja schon mal was wert. Gut. Und nochmal. Bam, 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 bam. Wir kriegen dadurch auch Schaden. Ich glaube, ganz oben, also ich rede gerade von der rechten Leiste. Also wir haben da Hunger, Durst. Ich glaube, Traggewicht ist, glaube ich, da drüber. Dann haben wir Gesundheitsregeneration, also wie schnell das geht, wenn es denn geht. Darunter gerade die noch verbliebene Energie und die Gesundheit. Ne? Gesundheit ist ja Standard. Mit nackten Fäusten gegen das Dingen. Baumfeld. So, können wir uns schon irgendwas craften? Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich hier. Eine Stone Pick. Okay. Haben wir irgendwas zum Level da stehen? 4,5 von 5. Wir können bald upgraden. Dann hauen wir nochmal dagegen. Level up is available. Access inventory to apply it.
Das heißt, wir können uns jetzt ein Level-Up machen. Wir regenerieren uns gerade. Es sind gerade lauschige 20 Grad am Strand. Was haben wir denn noch so? Football, Region, Best Zone. Day One. So, ich würde mal sagen, Movement Speed, Melee Damage, Weight. Ach, 7,1 von 100. Wir haben doch ein Limit. Crafting Speed 100%. Torpor. Was zur Hölle ist Torpor? Weiß ich nicht. Wir gehen mal auf Gesundheit. Gesundheit ist, glaube ich, immer eine sichere Sache. Dann. Oh, wir haben 8 Punkte zu vergeben. Ich würde gerne erstmal eine Axt lernen und ein Campfire. Als nächstes dann den Speer. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, noch einen Erfahrungspunkt. Also einen Engram Point. Also man lädt sich hier quasi mit dem Level Up, hat man die Möglichkeit, Punkte zu vergeben. Erstmal auf Gesundheit und das ganze Gedöns, wie bei anderen Rollenspielen, wie Skyrim und so Gedöns. Und dann kann man Erfahrungspunkte, die man bekommen hat, in Crafting-Rezepte investieren, wie zum Beispiel Klamotten, Papier, also Notes. Was haben wir noch? Doorframes. Also man kann natürlich auch ein Haus bauen. Aber Klamotten wären, glaube ich, schon mal nicht schlecht. Die ganze Zeit nackig rumrennen ist dann, boah, es ist auf Dauer. So, lala. So, und hier können wir dann bei Craftables auswählen, was wir machen können. Brauchen wir hier noch Flint ein. Dann müssen wir erstmal das Downpick machen. Nächstes Level gibt's in 14 Punkten. Jetzt haben wir die Hacke im Inventar und dann suchen wir uns, glaube ich, auch gleich mal einen schicken Stein. Yeah. Suchen wir uns mal einen schicken Stein. Wir nehmen mal den nach vorne. Können wir den auch aus... Können wir nicht mehr... Also wir können Sachen nicht aufheben, wenn wir eine Spitzhacke in der Hand haben. Ich hab... Oh. Oh. Drop by Buddy. Okay. Ich hab gerade... Ich will's ja gar nicht sagen, aber ich hab gerade auf den Boden gekackt. Ja. Passiert, ne? Passiert mir persönlich auch ständig. Stehe ich gerade irgendwo rum und dann einfach... Oh, einmal Metall geedit. War das Erz? Habe ich gerade Erz gefunden? Oder war das einfach nur Glück? Zweimal Flint. Metal. Wir haben Erz gefunden. Cool. Ging ja fix. Die Kollegen da hinten werde ich, denke ich mal, nicht angreifen. Ich weiß auch noch gar nicht, wo wir uns hinbegeben sollen. Wir hauen immer weiter drauf. Stein, 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 Nornstein, Flint, Metall, nochmal Stein. Sonst checken wir gerade mal das Inventory, was haben wir da? Dreimal Metal. A lump of unrefined metal ore, mined from rocks usually found high on mountains or in caves, can be refined in a forge, also in einer Schmiede. Die haben wir aber noch nicht. Aber jetzt will ich gerade erstmal eine Hatchet machen, also eine Axt. Oder ein Beil, wohl eher. Dann dürfte hier gleich eine Axt auftauchen. Da ist die Axt. Die ziehen wir uns gleich mal da rein. Ansonsten craftable eine Torch. Provides light and some warmth. Doubles. As a melee weapon in a pinch. Fackel brauchen wir jetzt noch nicht. Behalten wir aber im Hinterkopf. So, jetzt decken wir uns erstmal. wie wir aussehen. Ich kann mich leider nicht umdrehen. Ich kann leider nicht den Kameramodus ändern. Aber ich versuche immer mit dem Mausrad Sachen auszuwählen. Das klappt aber nicht so gut. Dann würde ich sagen, fällen wir erstmal noch ein paar Bäumchen. Gucken dann, ob wir uns vielleicht mal Nahrung ran schaffen. Das können wir am Anfang auf Beeren sein. Das geht gut. 11 Wood. 16, 18. Baum kaputt. 3 Wood, 5 Wood. 9, 11. Läuft. So, was wir auch noch brauchen werden. Kriegen wir das von hier? Ach, nicht so.
Stein. Tintoberry, Measureberry, 4x Fiber, Fiber. Also dürfte sowas wie Sträucher sein. So, noch ein bisschen Fiber. Das brauchen wir, glaube ich, auch noch zum Craften. Eben einfach mal auf den Boden gekackt. Das ist... Naja, ne, ist nun mal menschliches Grundbedürfnis. Da kann man nichts dran machen. Tintoberry. Wir essen, glaube ich, mal was. Wir sind auch halb voll mit Gedöns. War da was? Ach, nur der Große. Ich glaube, der tut nichts. Ich bin jetzt nicht so firm mit Dinosauriern, aber ich habe alle die ersten drei Jurassic Park Teile geguckt. Und daher weiß ich, von Raptoren halte ich mich auf jeden Fall mal fern. So, was ist, wir sagen hier? Food 50,4. Also eine Beere gibt um die 3 Punkte. Da haben wir uns erstmal einfach... Aber unser Water geht runter. Wie kriegen wir Water? Das geht jetzt wieder zusammen. Machen wir mal so. Craftables haben wir gerade. Ein Campfire können wir machen. Wir brauchen 16 Steine. Wir brauchen noch einen Stein. Gib mir a Stone. Da ist ein Ark. Was ist das denn? Ich habe mich ja so ein bisschen mit dem Spiel befasst. Ich habe mir auch natürlich auch andere Let's Plays mal so ein bisschen angeguckt. Aber was es mit diesen komischen Leuchtsäulen auf sich hat, das habe ich bis heute nicht rausgefunden. Wir können natürlich jetzt sofort auf Erkundungstour gehen, aber ich habe relativ wenig Lust, sofort drauf zu gehen. Deswegen überlege ich mir das erstmal. Stone. Wir haben eine Kraft, die ist unglaublich. Und die Spitzhacke ist gleich down. Oh, ein bisschen kann die noch. Dann hauen wir hier noch. Oh. Ist der böse? Ich hätte gern irgendeine Anzeige für einen Indikator, dass irgendwas Aggressives in der Nähe ist. Your primitive stone pick broke. Ja. Toll. Muss ich die repairen oder kann ich die... Ja. Ah, Repair Item. Katsching. Huch. Nee, nicht wegpacken. Ich will die gerne noch benutzen. Auch wenn wir die jetzt nicht sofort brauchen, aber. Haben oder nicht haben. Ist ja bekanntlich immer so eine Sache. Level Up wäre auch mal wieder schön. Huch. Wie gesagt, ich versuche mal mit dem Mausrad wie bei Minecraft die Items durchzuschalten. Das funktioniert einfach nicht. Ich würde da ja schon gerne mal hingehen. Einfach um mal zu gucken. Mip! Hallo! Hallo! Ich mach nix. Hallo! Was denn? Ich laufe hier nur lang. Chill mal. Ich weiß auch, hab grad überhaupt keine Ahnung, was von den Viechern hier aggressiv ist und was nicht. You're cold. You should find some worms soon. Ja, später vielleicht. Nur weil ich jetzt so ein bisschen im Schatten rumwandere. Hallo? Was ist das für ein Dingen? Was macht das? Es ist hell und es leuchtet und es ist riesig. Kann ich damit irgendwas anfangen? Guten Tag. Das sind, glaube ich, Pflanzenfresser, die sind nicht sehr...
Du bist nicht an mir interessiert, ne? Ich bin an dem Ding interessiert. Was macht denn das? Was tust du? Ich kann damit überhaupt nichts machen. Ah, requires Survival Level 15 to open. Ah, okay. Also wenn wir ein höheres Level haben, oder dann können wir das Ding benutzen. Ich sollte mir eventuell eine Fackel craften, weil uns doch ziemlich kalt ist. Aber noch geht's. Können wir uns irgendwas zum Schlafen bauen? Ich hau mal noch ein bisschen Zeug hier raus. So. Kann man hier irgendwie schlafen? Das muss ich gleich mal nachschauen. Und dann machen wir uns ein Campfire. Hocken uns dann dahin und pennen erstmal eine Runde. Jo, großer. Wild Female Carbonemus. Okay. Quasi so ein Urvater der Schildkröten. Ich hoffe mal, ihr habt nichts dagegen, dass wir uns jetzt gerade erstmal hier im Gebiet tummeln. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht sofort verrecken. Da ist der Ark Tower. Oder so was. Nicht das. Huch! Okay, auch allein fürs Überleben kriegt man hier Punkte. Sehr laute Punkte. Wir gucken mal nach. Engram Pons to apply 2. Dann. Melee Damage. Was machen wir hier? Gesundheit, wie immer. Haben wir jetzt 2 Punkte vergeben? Was brauchen wir jetzt gerade? Wir brauchen Campfire, das hat unlearned. Requires Engrams Thatch Doorframe. Also wir brauchen das, um das zu machen. Verzeihung. Das ist einfach so stumpf. Und schwer. Ist, glaube ich, immer schon mal eine gute Sache. Klamotten wären schön. Gibt es hier irgendwie ein Bett? Hide Sleep Bag. Hide Sleeping Bag. Okay. Wooden Sign. Cloth Hat. Cloth Boots. Cloth Gloat. Water Skin. Good to keep you hydrated, but slowly leaks water. Dann mal das Dingen. Ott müssen dann den nächsten Fluss finden, wo wir dann mal saufen können. 6 Punkte haben wir noch. Ne, wir haben noch 4. So. Paar Hosen, paar Schuhe. Ja, wir kommen schon klar. Huch. Okay. Jetzt habe ich es allmählich eilig. Mit Feuer. Campfire. Perfect for cooking meat, staying warm and providing light. Okay. Können wir das Ding... Huch. Hat das Teil jetzt irgendwo hingezimmert oder können wir das irgendwo abstellen? Das können wir wohl abstellen. Huch. Gerade mal aus dem Bild rausgeklickt. Campfire. Okay. So, wenn wir das Campfire... So, das können wir jetzt irgendwo hinballern. Richtig? Ich versuch's mal hier so zwischen. Access Inventory. Must contain a fuse. Such as water thatch to light a fire. Okay, dann packen wir mal so ein... Können wir da... Wie komme ich denn... Shift Drag Split Half. So. Mach mal so. Lightfire. Hui! Ach, schön. So, jetzt verbringen wir die Nacht hier, würde ich sagen. Wir rollen mal unseren Schlafsack aus. Haben wir denn alles dafür? Ich glaube ja fast nicht. Sleeping Bag. Was ist Hide? Was zur Hölle ist... Ach, wahrscheinlich Down oder sowas, ne? Können wir irgendwie einfach so pennen? Das muss ich doch mal nachschauen. Options. Ach, hey. Strafe Left, Fire, Run, Use, Jump, Reload, Crouch, Selfie Cam. Ja. Tribe Chat, Map, Use, Toggle, Run, Whistle, Drag Body, Defecate. Wir können gezielt kacken.
Das ist auch schon mal was wert. Strafe Ride, Whistle, Follow Me, Drag Body, Toggle, hat, Craft Slot, Toggle, Place, Push to Talk, Melee, Pistol, Whip, Inventory. Wir können nicht einfach so warten, glaube ich. Das klappt hier nicht. Whistle Selection, Prone. Nö, wir brauchen, glaube ich, einen Schlafsack, bevor wir schlafen können. Das heißt, wir werden uns hier, denke ich mal, in der Nacht noch ein bisschen ausrüsten. Und dann legen wir am Tag richtig los. Ist jetzt zumindest der Plan. Yo, Code, hier ist ein Feuer. Chill mal. So, dann würde ich sagen, geht's den nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.